Servus, grüß euch und hallo. Solltet ihr diese Aufnahme sehen, habe ich mich doch entschieden, die Nacht zu zeigen. Ja, jetzt gehen wir mal kurz nach draußen. Normalerweise sollte man das nicht. Aber ich hätte schon noch gern die Steine. Gereicht. Mehr. Und ab wieder rein. Die Zombies sind jetzt extrem schnell in der Nacht. Sich am besten nicht entdecken lassen. Gut, jetzt zerlegen wir mal die Steinaxt hier und bauen einmal das Lagerfeuer und natürlich einmal unsere Axt. Gut. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt hier machen können. Als erstes bauen wir uns zum Beispiel eine Security Abgangstruhe, genau. Tun wir jetzt alles mal rein, was wir jetzt aktuell gerade nicht brauchen. Gut, was wir aber doch brauchen, ist einer von uns. Da haben wir uns jetzt noch schnell ein Knochenmesser. Die Knochenklinge nimmt man dafür her, dass man mehr Fleisch aus den Tieren bekommt. Den Holzbogen zerlegen wir auch und bauen uns einen neuen. Verschießen uns nicht den Inventarplatz klauen hier. Fackel. Ich auch nicht. Dabei stellen wir mal Stofffetzen her. Dafür haben wir das Kupfer gesammelt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben nichts zu trinken. Gar nichts. Außer Spielwitz. Mal schauen, ob wir irgendwas finden. Aus bei uns eigentlich Nahrung 43, Wasser 63. Naja, super. Okay. Drehung minus 5. Ja, ganz stark. Zur Erklärung, wenn ich dieses Dosenfleisch hier esse, macht mich das satt, aber es macht mich auch durstig. Das ist das Problem der ganzen Geschichte. Und da ich gar kein Wasser habe,
bescheiden. Wir werden jetzt aber trotzdem schnell das Fleisch kochen. Damit wir irgendwie schön verbrennen können. Und jetzt kommt schnell. Hat jetzt aber 2:42. Ich muss wieder nachlegen. Gut. Das sollte reichen. Das Schlimme ist, es ist kulte Wildbret macht auch durchstehen. Das ist jetzt mein kleines Problem an der Geschichte. Wo kriege ich Wasser? Ich habe noch keinen Kochtopf. Zeltlager war auch kein Kochtopf. Jetzt muss ich nochmal als nichts. Die Umgebung. Obwohl es meistens zu spät ist. Ich nutze sie. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Siuka-Frucht ist natürlich für die Wüste super, weil Ausdauer plus 10 und Sättigung gibt es auch noch. Aber unser Problem löst es leider nicht. Ich werde es dann so machen, dass ich die Sachen jetzt hier lasse und weiterziehe und nur die Nahrung mitnehme.
und hier eine Markierung natürlich da lasse, dass ich hier noch ein kleines Lager habe. Also wenn ich zurückkomme, wie das Notwendigste dann mitnehmen kann. Nur ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt weitergehen soll. Eigentlich ist es best, zurückzugehen und dann hier weiter nach Westen zu marschieren. Station sein. Kilometer weg. Okay. Aber wo? Zeig. Ah. Gut, auf 4,1 Kilometer. Ja. Werden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht gehen. Ich will erstmal mein normales Überleben sichern, bevor das wieder hingehen. Das wird jetzt schon schwierig genug. Wie viele Skillpunkte haben wir eigentlich? Oh, okay. 16. Dann kaufen wir uns gleich mal das Kamel. Normalerweise würde ich auf Lauf vorwärts Lauf gehen. Aber in der aktuellen Situation. Weniger Durst ist, glaube ich, jetzt bei uns ideal. Und sieht jetzt natürlich auch. Hier haben wir schon geskillt, obwohl wir keine Punkte ausgegeben haben. Einfach weil wir es benutzt haben. Also Athletik sind wir schon bei 6. Schmied 1, oben schießen 2. Wir können stumpfe Waffen schon bei 5. Wir haben sehr viel mit unseren Knüppeln gekämpft. Aber Werkzeuge natürlich schon bei 6. Skills. Jetzt haben wir noch 2 Stunden. Oh, der Zombie wittert uns nicht. Schon bauen. Noch kurz hier. Wenn man hier so ein Buch an der Seite hat, im Crafting-Menü, bedeutet das, man kann es nur bauen, wenn man das passende Buch gefunden hat. Jagdmesser anbrusten, erst wenn ich das richtig gefunden habe.
nicht wahr. Immer die ersten Nächte ein bisschen, ja, könnte fast schon sagen, fad. Und natürlich, wenn man sich die Geräusche hier in der Nacht anhört, gar nicht so fad ist, wenn man nicht weiß, was draußen vorgeht. Aber später hat man Sachen zu tun, dass man einfach Metalle ein schmelzt, Gegenstände craftet, und natürlich kann man auch, wenn man später besser ausgerüstet ist, auch mal in der Nacht ein bisschen rumstreifen. Wenn ich eine Pumpgun in der Hand habe und der Zombie läuft auf mich zu, kann ich ihn trotzdem noch ausschalten, ohne dass ich verletzt werde. Das ist halt jetzt mit dieser Ausrüstung eigentlich nicht möglich. Das sind sie zu schnell. Die spannendsten Nächte sind die, wenn man keinen Unterschlupf gefunden hat und sich schnell noch ein paar was selber was zusammenzimmert. Das sind immer die spannendsten Nächte. Ich müsste sagen, wo Seven Last Dying noch nicht kennen. Es ist so, dass es auch einfach mal passieren kann, dass so eine Zombie-Schar, Zombie-Herde kommt und hier vorbeizieht und die, wenn euch dann finden, dann sieht es schlecht für euch aus. Schon ziemlich nah. Ich hoffe jetzt mal, dass es 6 Uhr der Tag beginnt. Ja, und auch für uns eine neue Folge. Also, liebe Leute, die erste Nacht bei Seven Days to Die. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Servus, bitte euch.